Guten Tag zum vierten Teil der Bruderschaftssaga. Und zwar geht es angeblich darum, dass wir ein beruhigtes Gewissen haben. Ich kann ehrlich gesagt nicht zuordnen, warum wir ein beruhigtes Gewissen haben, denn eigentlich haben wir in der letzten Episode aufgedeckt, dass die Blue Ridge Caravan unterwandert wurde von jemandem. Und die Blue Ridge Caravan, die schleust tatsächlich gegen Geld, oder das heißt schleust, also sie lässt halt Leute aus anderen Teilen Amerikas mit sich reisen, um sie zum Beispiel nach Appalachia zu bringen. Und da gab es bei der Blue Ridge gab es wohl einen Dr. Blackburn, der war hier auch schon mal als Bittsteller. Und der hat die Hellcat-Söldner beauftragt und die haben dann so ein paar Leute entführt. Und unter anderem war halt eben einmal die Nichte von Art Knapp dabei. Und wir haben es quasi aufgedeckt, okay, die ist jetzt von den Hellcat-Leuten entführt worden. Wir wissen nicht, ob sie noch lebt. Und ich vermute eigentlich, dass wir irgendwas jetzt hier in dieser Mission machen werden, um das herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Aber also beruhigtes Gewissen, das irritiert mich jetzt, was da jetzt beruhigt ist. Aber zumindest, da werden wir jetzt reingehen. Und dann, wie immer, von wegen erstmal Spoilerwarnung, das ist hier auf dem PTS. Das heißt, wenn ihr noch nicht wissen wollt, wie die Story weitergeht, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall wieder abschalten, weil das kriegt ihr erst in einem knappen Monat im Live-Spiel und vielleicht verändert sich im Live-Spiel auch noch irgendwas, wer weiß. Und außerdem ist das hier im Moment noch alles auf Englisch, das heißt, ich werde versuchen, das simultan zu übersetzen. Oh, Ritter Shin geht's gerade nicht gut. Ärgerlich ist es immer dann, wenn die so unglaublich schnell sprechen. Hast du schon von den ganzen Leuten gehört, die in Appalachia verschwinden? Glaubst du, das hat irgendwas mit den Supermutanten zu tun? Ich gehe jetzt zur Bruderschaft, koste es, was es wolle. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Aber ja, also es wollen immer noch Leute zur Bruderschaft. Obwohl ja zum Beispiel die Blue Ridge Caravan, die war eigentlich ziemlich zögerlich, was die Kooperation angeht. Also die Bruderschaft hat tatsächlich nicht überall einen guten Ruf. Aber egal, wir sind jetzt hier in Fort Atlas und wir müssen mal mit Paladin Ramani reden. Und ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Okay, sie unterhält sich gerade. Ist das Shin, der widersteht? Denn Shin hat er in der ersten Episode, ist er so richtig mutig und ziemlich doof, in seiner Powerrüstung auf eine Mine gesprungen. Ich sag mal, ich vergesse irgendwas. Mist, die haben sie da unterhalten. Schande. Da waren jetzt wieder englische Untertitel, die ich nicht vorlesen können. Und unterhaltet ihr euch nochmal? Zumindest hier das Skelette, weil das... Wir müssen uns von Amerika befreien, um es wieder aufzubauen. Aus dem Alten schmieden wir das Neue. Achso, das waren Anwärter. Okay. Es war sowieso auf Deutsch, von daher war es keine neue Voice Line. Warum habe ich das gemacht? Okay, sprechen wir mal mit Ramani. Anwärter, gut, dass du hier bist. Wir haben endlich ein klares Bild davon, was mit diesen Entführungen los ist. Unsere Befunde sagen, dass Dr. Blackburn irgendwie in Harper's Ferry darin mit Sicherheit involviert ist. Ich kann echt nicht glauben, dass sie da einfach reingemarschiert ist. Er muss währenddessen trotzdem immer noch beim Arbeiten gewesen sein. Hey, I can't believe he just walked in here. Ach so, ich kann nicht glauben, dass er gerade hierhin marschiert ist, hier nach Fort Atlas. Da ist er gerade reingekommen. Mhm. Der Kerl war mir von Anfang an suspekt. Das stimmt sogar. Ne? Also ich habe schon, das war ja der erste Akt, Dr. Blackburn, den hat man sofort getroffen. Ganz am Anfang der Stelle in der Bruderschaftsquest-Reihe als Bittsteller, weil er meinte von wegen, ich könnte so ein bisschen Unterstützung bei Experimenten gebrauchen. Ne? So, ich meine, ich bin Wissenschaftler im Ödland, ich mache bestimmt nichts Zwielichtiges. Und er war mir von Anfang an suspekt. Ich wusste, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ne, die Arroganz von ihm muss ja irgendwo hergekommen sein. Ne, vor dem Hintergrund, was er tut. Unglaublich. Ja, jetzt stellt sich nur die Frage, wie wir die Leute finden. Zum Glück für uns hat Gelehrte Valdez hier selbst ein paar Beobachtungen gemacht. Sieht so aus. Mhm. Erinnerst du dich an den Pippo, den du gefunden hast in den unheimlichen Höhlen? Es hat eine Weile gedauert, ihn zu entschlüsseln, aber ich habe ihn entschlüsselt. Okay, da fehlt jetzt wahrscheinlich eine Zeile von wegen irgendwas mit Vault 96. Man kann jetzt in Vault 96 rein? Ernsthaft?
okay, angeblich kenne ich ihn nicht, ich kenne ihn aus den technischen Operationen. It came from Vault 96, okay, ne? Also der Pip-Boy, den wir gefunden haben in den unheimlichen Höhlen, der gehörte irgendwem aus Vault 96. Ich habe leider nichts gefunden, leider. Aber jeder Vault hatte einen Zweck, so wie in Vault 76 die hellsten Köpfe für Amerikas Wiederaufbau gerettet werden sollten. Angeblich. Das angeblich kränkt mich gerade. Ich bin ja schließlich aus Vault 76. Und dieses angeblich, das kränkt mich auf einer ganz persönlichen Ebene, Frau Valdez. Okay, also ich weiß, wo Vault 96 liegt, aber fragen wir einfach mal. Es hat eine Weile gedauert, das rauszufinden. Aber er ist irgendwie südlich von hier. Ich werde es dir auf deiner Karte markieren. Okay, und wie hängt das mit den Entführungen zusammen? Ich meine, gut, wir haben jetzt einen Pip-Boy gefunden, der aus Vault 96 kommt, aber hilft uns das irgendwie weiter? Ja, da sind wir uns nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall ein Hinweis, den wir folgen müssen. Die Supermutantenbedrohung hat höchste Priorität. Wenn wir irgendwas über die Zivilisten herausfinden währenddessen, dann ist es nur umso besser, aber wir können... We cannot ignore this lead either way. Ja, aber wir müssen halt nach Vault 96, wie auch immer. Überraschenderweise ist Ritter Shin... sehen Ritter Shin und ich das jetzt nicht auf die gleiche Art und Weise. Zum Glück müssen wir das im Moment gar nicht. Ich glaube, die sind irgendwie... Die hängen irgendwie zusammen. Ein Vault würde einen unglaublich guten Platz abgeben, um Entführte zu verstecken. Vielleicht hat der Pip-Boy irgendwas damit zu tun. Das heißt, ne, den Vault zu untersuchen, ist vielleicht die beste Möglichkeit, um beides abzudecken. Ne? Um sowohl die Supermutantenbedrohung zu finden, als auch Dr. Blackburn und die Entführungen. Okay, dann stimmen wir überein, dann stimme ich dir zu. Der Vault ist unser nächstes Ziel. Gelehrte Valdez wird mit dir kommen. Ein Vault ist eine Schatzkammer für Technologie der Bruderschaft. Die Bruderschaft, ne, die ist ja... das Ziel ist ja eigentlich, die ganze Technologie zu katalogisieren und zu sichern. Okay. Bist du auch wirklich bereit für den Feldeinsatz, Gelehrte Valdez? Natürlich. Wir waren zu Fuß unterwegs und haben gegen Raider gekämpft. Das Leben eines Bruderschaftsgelehrten ist es nicht nur, keine Ahnung, in Büchern oder so. Ich habe mit dir gearbeitet, aber für zwei Leute sind das ziemlich viele Unbekannte. Ach, nö, also. Ich schaffe das auch komplett alleine. Bisschen Begleitung, warum nicht? Okay. Schritt 1, den Weg nach drinnen zu finden. Okay, also von dem, was wir jetzt bisher wussten, von den Vaults im Land, gibt es für jeden Vault irgendeine Art von Notfallsender. Wenn du den Eingang gesichert hast, ist die Steuerung für den Transponder normalerweise in der Nähe der Haupttür. Okay. Ja, dann, ne, wenn das so heißt, dann ist es bestimmt auch so, wirklich so einfach. Sind wir da sicher? Nee, guck mal. Und hinter, wenn man... Wow, der Schnauzbart hinter Shin. Wow, ist das ein Schnauzbart? Krass. Der NPC kam gerade so reingefotobombt. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass das ein NPC ist, der irgendwas hier mit der Besprechung zu tun hat. Cool. Naja, hört sich gut an. Machen wir einfach mal. Ja, da bin ich aber froh, das zu hören. Das ist ein guter Plan, dem wir alle zustimmen können. Wenn du finde irgendwelche Beweise, die die Entführungen und die Supermutanten irgendwie in Verbindung bringen. Und wenn Blackburn da ist, dann will ich ihn lebend. Wenn er wirklich hinter den ganzen Entführungen steckt, dann soll er gefälligst für seine Verbrechen die Verantwortung tragen. Okay, also meine Vermutung ist ja, wir müssen jetzt irgendwie Blackburn finden. Aber warum sollte Blackburn mit den Supermutanten? Oder, das wäre jetzt eine tolle Story-Wendung, wenn die Supermutanten das Ergebnis von Blackburns Forschung wären. Okay. Naja, gehe zu Vault 96. 96, das ist hier unten. Okay, also das finde ich wirklich cool. Das ist nämlich tatsächlich der Vault, in dem du eben die technischen Operationen machen kannst. Und von daher bin ich gerade ein wenig überrascht, dass das noch nicht aufgedeckt ist. Oder irre ich mich gerade? Wie heißt denn der Vault hier? Hier ist auch noch irgendwo ein Vault.
Nee, aber ich bin hundertprozentig sicher, das ist Volt 96. Volt 96 müsste der eingefrorene Volt sein. Und das Schöne ist, das erklärt zumindest auch, warum man in den Volt noch nicht rein konnte. Denn ne, als er jetzt im letzten Live-Update ins Spiel kam, da war er halt nur zugänglich in den technischen Operationen. Und ich habe sehr, sehr viel geflucht über diesen Volt, weil er halt so tierisch verwinkelt war und so. Aber wenn man da jetzt einfach so rein kann und ihn erforschen kann, dann finde ich das schon ziemlich cool. Ein beruhigtes... Aber ich verstehe immer noch nicht, warum das beruhigt... Also das wird sich aber wahrscheinlich klären, warum das beruhigtes Gewissen heißt. Denn im Moment finde ich da relativ wenig Beruhigendes dran an dem Storyverlauf. Und ich frage mich, ob Dr. Black... Also, ich gehe davon aus, ja. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass Dr. Blackburn einfach tatsächlich der Bösewicht hier sein wird. Und da stellt sich halt nur die Frage, ist er der Boss jetzt dieser Quest? Also quasi der vorletzten. Wir sind jetzt hier gerade in der vorletzten Quest der Bruderschaftsquest-Reihe. Oder ist er der allerletzte Boss? Okay, ich renn einfach mal an euch vorbei, liebe Kultisten. Ich hab's nämlich gerade eilig. Ja, und am Zielen solltet ihr vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Das ist ja wie in Hollywood-Filmen. Ja, egal, also treffen könnt ihr nicht. Daran merkt man dann, dass ich der Gute bin. Ja? Die Bösen, die schießen die ganze Zeit auf mich und schießen natürlich immer daneben. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man der Gute ist, wenn man schlicht nicht getroffen wird. Egal, wie viel man beballert wird. So. Hat sich hier was verändert von außen? Aber ich bin gespannt. Ne? Also normalerweise muss man ja hier reingehen und irgendwie so seinen eigenen Pip-Boy anstöpseln. Und mal gucken, ob hier was Neues ist. Fehler. Hä? Warte mal. Aufgrund des aktuell herrschenden Notstands wurden die normalen Zugangsprozeduren aufgehoben. Ersthelfer werden dazu aufgefordert, Vault-Protokolle aufrechtzuerhalten und jegliche Bewohner am Verlassen des Vaults zu hindern. Zertifizierte Vault-Tech-Ersthelfer-Teamleiter können die normalen Sicherheitsprotokolle überbrücken und die Vault-Tür an diesem Terminal öffnen. Okay. Das heißt, bisher stand in dem Terminal die ganze Zeit drin, nee, in Vault 96 ist alles gut, ja, die Tür geht nicht auf, alles ist gut da drin. Und offensichtlich ist das nicht mehr gut. Also Vault-Tür öffnen. Fehler, Fehler, die Vault-Tür steht einen Spalt offen und reagiert nicht. Bitte auf weitere Anweisungen der Vault-Sicherheit warten. Steht einen Spalt offen. Okay. Dann zwingen wir uns doch mal da durch. Ja, dann... Ist das ein Scherz? Wer war denn das? Ich meine, guckt euch mal diese Stahlstreben an. Ich frage mich jetzt gerade, hat jemand ernsthaft mit diesen Stahlstreben die Vault-Tür aufgebrochen? Oder war die Vault-Tür auf und jemand hat die Stahlstreben da reingeschmissen, damit die Tür nicht wieder zugeht? Ich meine, das Ersteres würde bedeuten, da wären unglaublich starke Gegner oder so am Werk, dass die es schaffen, so eine Vault-Tür aufzuhebeln. Oder umgekehrt, wenn die Vault-Tür offen war, dann wird das ja bedeuten, dass irgendjemand eben die Möglichkeit hatte, das zu öffnen. Aber andererseits, im Terminal stand ja gerade drin, dass das sowieso geöffnet wurde, von wegen Ersthelfer und so. Von daher ist das völlig überflüssig. Ne? Das Terminal hat ja sowieso gesagt, hier, ich lass dich einfach mal die Tür aufmachen, wenn du Bock hast. Also es wäre gar nicht nötig gewesen, da irgendwas zwischenzustopfen, damit die Tür aufbleibt. Total unnötig. Okay, also hier sind schon mal Hellcats. Rückkehr nach Appalachia. Von wem denn? Persönliches Logbuch Dr. Blackburn. Rückkehr nach Appalachia. Nach all diesen Jahren komme ich zurück. Zurück nach Appalachia. Nach West Virginia. Das Zuhause meines persönlichen und wissenschaftlichen meiner Niederlage. Akademische Forschung war am Ende. Die Welt versank in Aufstand und irgendwas... Beiträge für die Universität zu schreiben,
war irgendwie nutzlos, hat sich nicht gelohnt. Und Westek kam auf mich zu und wollte irgendwas von wegen Gewächshausinitiative, genetische Forschung, genetisches Ingenieren. Ich habe meine Sorgen beiseite gelegt und hab in die Privatwirtschaft gewechselt. Und es ging irgendwie darum, und dann hat ein Dr. Dumont ihn irgendwie angesteckt mit einer Motivation, von wegen, dass es irgendwas Interessantes zu erforschen gäbe. Und mit dieser. Und dann ging es irgendwie darum, die Menschen weiterzuentwickeln. Und dann ist plötzlich das. Dann war irgendwann das Geld aus und Dumont hat ihn gebeten zu bleiben. Ne, weil die neue Arbeit wichtig und herausfordernd wäre. Und okay, Dr. Blackburn ist dann geblieben. Aha. Okay, also das klingt so. Als wäre Blackburn halt eben irgendwann, klar, wahrscheinlich war er Forscher und hat dann bei irgendeinem zwielichtigen Projekt hier mitgemacht. Und wollte eigentlich gehen und dann hat ihn irgendwer überzeugt, doch nicht zu gehen. Und wer bist du? Holz. Hallo, Holz. Okay, auch ein Hellcat. Ein bisschen spät dran, wa? Falls du nach dem Ort suchst, Also, ne, wenn du den Ort hier looten willst, dann bist du ein bisschen spät dran. Hier sind schon so ein paar Hellcats rum und laufen und sind die quasi voraus. Hä? Wieso Blutadler? Ah, diese Raider-Typen. Ja, noch ein bisschen blutdurstiger, weißt schon. Also, mit den Leuten aus Crater kannst du ja noch handeln, aber die Blutadler, die mögen das Töten einfach. Okay, wer bist du? Mein Name ist Holz. Korporal Holz. Söldner bei den Hellcats. Wir sind bei irgendeinem so Sonderling von Doktor angeheuert worden. Ja, unter anderem. Okay, er hat uns versprochen, dass wir hier alles rausholen, ausräumen können. Okay, und was ist. Hattest du eine Entscheidung getroffen? Du hast eine Entscheidung getroffen? Okay, er hat die Entscheidung getroffen, bei den Hellcats zu sein. Haltet durch, eine Gelehrte der Bruderschaft ist unterwegs, wir können euch helfen. Die Frage ist jetzt, wie böse sind die Hellcats? Sind das einfach nur Söldner, die halt jeden Auftrag annehmen? Oder ne, sind die sowieso so skrupellos? Man weiß es nicht. Okay, ich brauche mehr Informationen. Ich brauche mehr Details. Ach, also ich sterbe. Geh ruhig rein. Ich habe ja irgendwie nichts anderes zu tun. Hä? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dir zu helfen. Das ist nett von dir, aber es ist dafür schon zu spät. Ich habe schon genug. Ich habe schon genug Kugelschüsse gesehen und Stimpaks und Bandagen werden hier auch nichts mehr helfen. Ja, diesmal ist es das gewesen. Bäh. Wow, okay. Krass. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass tatsächlich ein NPC stirbt und du ihn nicht einfach nochmal ansprechen kannst. Krass. Schade. So ein paar andere Fragen wollte ich mir stellen. Also es wäre interessant zu wissen, ob er überleben kann, wenn du dich richtig entscheidest. Und was ich interessant finde, ist, dass die irgendwie angefangen haben, schneller zu sprechen. Also in den ersten beiden Episoden, da hattest du alle Zeit der Welt zu lesen und so. Aber die hier, die sprechen irgendwie mehr und schneller als am Anfang. Sehr ärgerlich. Haupteingang, Tür öffnen. Zugriff verweigert, Übergangsprotokoll, irgendwas. Moop. 5. Ach, da oben. Wieso denn gleich 4 davon? Treppe? Moment. Da. Also ich weiß, dass da Terminals sind, 4. Gibt halt das über das Terminal das Signal. Okay.
Ich weiß jetzt zwar nicht, warum Volt 96 nach außen funken kann, wie es aussieht. Achso, Notfalltransponder, stimmt. Das ist das, weil der es gesagt hat. Wahrscheinlich hat jeder Vault, den sie hier im Ödland gefunden haben, irgend so ein Notfallsignal. Und dann setzen wir jetzt ab. Und eigentlich verstehe ich jetzt nicht so genau, warum eigentlich wir das machen, weil... Das ging aber schnell. Du bist aber schnell, meine Güte. Wow, das ist ja eiskalt in hier. Eiskalt hier drin. Guck mal das ganze Eis an. Die Umgebungskontrollen müssen irgendwie zerstört sein. Was ist hier drin wohl passiert? Das sind doch Hellcat-Uniformen. Sieht aus wie ein Massaker. Eine Überlebende, ich konnte sie aber nicht retten. Sie hat gesagt, sie hätten für Blackburn gearbeitet. Dann wurden sie von Blutadlern überrannt. Haben die Söldner ausgelöscht. Es sind immer noch welche drin. Nee. Blutadler. Blutadler? Was machen die denn hier? Sieht aus, als hätte Paladin Ramani recht gehabt. Da gibt es irgendwie eine Verbindung zwischen den Entführungen, Blackburn und den Supermutanten. Aber das müssen wir noch herausfinden. Gib mir einen Moment, um in die Terminals reinzugucken. Das ist nicht gut. Der Vault ist abgeriegelt. Ich glaube, irgendjemand hat von den... Irgendwas reagiert hier auf den Angriff der Blutadler. Da sind automatische Abwehrgeschütze, die aktiv sind und... Mann. Warum reden die denn alle so hektisch? Okay, und nu? Wie kann ich dir helfen, Anwärter? Und was sollen wir jetzt tun? Unsere erste Priorität besteht darin, Hinweise auf die verschwundenen Personen zu finden. Alles andere kann warten. Okay. Und wie entfernen wir die Sicherheitsabriegelung? Das ist noch zu früh, um das zu sagen. Es hängt wohl davon ab, wie wir Zugriff auf das Vault-Kontrollsystem kriegen können. Okay, ich guck mich mal um. Okay, nach dir, Anwärter. Okay. Ja, gut, ich krieg eine Anzeige, wo ich hin muss. Aber das hat doch eben noch gesagt von wegen, nee du, da ist ja aber ein Sicherheitsdingens drin. Zugriff verweigert, genau. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das plötzlich ginge. Abgeschlossen, das muss in irgendeiner Sicherheitsabriegelung sein. Genau, hack du dich mal rein. Okay, ich hab's. Ich konnte mit dem Pip-Boy-Protokoll die Tür öffnen. Wenn wir noch mehr solcher Türen finden, dann müssen wir einen anderen Weg suchen. Okay. Ich bin ja schon ganz froh, dass ich hier schon einige tägliche Operationen hier gespielt habe. Von daher kenne ich mich hier so ein bisschen aus. Hellcats. Also ich finde es gerade sehr, sehr erstaunlich. Also die Hellcats wurden jetzt erst in dieser Questline eingeführt. Und entspann dich ruhig. Genau, tritt erstmal die Zigarette aus und jetzt nimm ganz gemächlich deine Waffe aus der Tasche. Schön. Es ist immer wieder lustig, das passiert hier regelmäßig, wenn du die täglichen Operationen spielst. Hier drin gibt es einfach zu viele Stühle. Die ganzen NPCs sind ständig am auf Stühlen drauf sitzen. Naja, also... Besiege alle Blutadler. So, ja. Das sollte jetzt keine so große Herausforderung sein. Aber ich möchte eigentlich noch viel mehr von den Höllenkatzen finden. Unter anderem, weil das ein sehr, sehr cooler Name ist, Höllenkatzen. Was war das denn für eine Waffe? Ach, ein Sturmgewehr. Hier ist eine Tür. Ach ja, die habe ich mal in Fort Atlas getroffen. Ich hatte gehofft, wir könnten uns unter besseren Umständen wieder treffen. Aber das sind sie jetzt gerade nicht, leider. Achso, das ist Dr. Blackburn. Ich habe kein Problem mit der Bruderschaft, aber lass mich einfach nur in Ruhe. Ich kann nicht, okay. Was Blackburn zu sagen hat, okay. Das sieht so aus, als wäre das meiste hier abgeschlossen. Wir müssen irgendeinen anderen Weg finden, aber unsere Optionen sind echt eingeschränkt. Ich glaube, dass die Tür ist als Mainframe beschriftet. Okay, wir müssen irgendein Mainframe finden. Die Zentraltrakt nach Hinweisen. Also ne, hinter der Tür hat sich offensichtlich Dr. Blackburn verschanzt.
Und von wegen, er möchte in Ruhe gelassen werden. Irgendwie klingt das fast so, als wäre er selber von irgendwem überrannt worden und wäre so ein bisschen überrascht. Überrascht worden von irgendwem. Wobei ja die Frage sowieso ist, was machen die Blutadler hier? Das heißt, haben die auch irgendwie so ein gewisses Problem mit dem Blackburn? Dieser Vault ist eine biologische, war mal eine biologische Forschungseinrichtung. Vielleicht der richtige Ort, um meinen Zweck. Okay, wieder da. Hä? Also, es ist echt ärgerlich, dass das jetzt alles so beiläufige Dialogoptionen sind. Und nicht mehr solche Face-to-Face-Gespräche. Nee, aber er hat, zumindest hat Blackburn gerade wieder gesagt, von wegen, ja, er ist jetzt hier irgendwie im Vault. Und es klang jetzt für mich so, als würde er irgendwie eine bestimmte Forschung hier drin machen wollen. Und jetzt ist offen. Jetzt gerade habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass das. Dass er eigentlich. Eigentlich gar nichts Böses plant. Also nicht, dass Blackburn jetzt auch noch irgendwie so ein mehr oder weniger ein Opfer ist. Von irgendwem. Ich habe doch gerade hier Aggressortron-Beherrscher. Da ist er. Genau, danke fürs Runterkommen. Durchsuche den Zentraltrakt nach Hinweisen. Okay, hier liegt was. Vault 96. Trotz meiner Verabscheuung gegenüber magischem Denken fühlt sich die Entdeckung von Vault 96 wie eine Vorhersehung an. Eine leerstehende biologische Forschungseinrichtung, die förmlich auf mich gewartet hat. Alles an seinem Platz und die Systeme bereit für meine Ankunft. Nach der Untersuchung der Computersysteme und anderer Aufzeichnungen weiß ich nun, dass die vorherigen Bewohner einen Virus in den Zentralrechner gespeist haben, um irgendeine Art Konflikt mit ihm zu lösen. Das würde zumindest die teilweise unversperrte Tür und das vorzeitige Ableben der Bewohner erklären. Den Zentralrechner vollständig in Betrieb zu nehmen, erfordert einiges an Arbeit. Die feindselige Programmierung wurde jedoch aufgrund des Virus beseitigt. Zu spät, um ihnen zu helfen, aber ausreichend, um den Weg für mich freizumachen. Aha. Okay, also er hat irgendeine... Blackburn hat irgendeine Art von Forschung im Kopf. Und... Hat irgendwie auf Vault 96 aufmerksam geworden und denkt sich, hey, das ist ja super für mich. Ich hätte auch vorher nachladen können. Nett, Waldi, das ist aber sehr nett. Wobei, es war nur ein Augenbot. Aber erstaunlich, dass Waldi überhaupt jemanden totkriegt. Auch wenn Roboter gar nicht leben. FEV-Forschungsprotokolle Nummer 22. Forschungslogbuch Dr. Hector Blackburn Nummer 22. Im Rückblick war mein Enthusiasmus für die Kryogenik ein wenig übertrieben, aber eigentlich gar nicht mal so falsch. Ich habe nur noch 4 brauchbare Subjekte. Wenn ich nicht auf Menschen umschwenke, gerate ich in eine Sackgasse. Also Freiwillige zu finden ist quasi unmöglich. Die Experimente, die notwendigen. Unavoidable. Meine Forschung würde scheitern. Ich muss extreme Maßnahmen treffen, um an Testsubjekte zu kommen. Tausende, vielleicht Millionen Leben würden geschützt. Okay. Also er ist auch so jemand, der meinte von wegen, er macht das hier für das größere Ganze. Also er sucht jetzt Testsubjekte und hat deswegen, okay, ne, da sieht man mal, am Anfang hatte ich den Eindruck von wegen Blackburn ist einfach so ein typischer, verrückter Wissenschaftler, der einfach mal so gerne so ein paar zwielichtige Experimente macht und so. Und jetzt kommt halt raus, Blackburn ist eigentlich jemand, der irgendwie schon das größere Ganze im Auge hatte, aber eben festgestellt hat, um das zu erreichen, muss ich quasi andere dazu bringen, Opfer zu bringen. Und deswegen nimmt er eben, wie er gesagt hat, extreme measures. Das heißt, er unternimmt extreme Maßnahmen und das sah dann wohl so aus, als er dafür die Hellcats engagiert hat, um für ihn quasi Versuchssubjekte zu finden oder zu kidnappen, zu entführen.
Fehler, Zeitschnippel fehlerhaft. ja, das ist auch schon fast Meta-Humor. Ich reg mich regelmäßig darüber auf, dass die Zeitstempel in den Einträgen, dass die komplett durcheinander gewürfelt sind. Okay, also Zeitschnippel fehlerhaft und Holoband abspielen. Nee. Das Problem ist, wenn ich jetzt im Rechner bleiben würde, dann würde ich die Holoband laden. Warte mal. Habe ich das jetzt rausgenommen, das Band? Oder ich habe es jetzt gerade kaputt gemacht. Holos? Ach, war das das? Okay. And down. Und runter. Los, los, los. Weglaufen verlängert nur den Schmerz. Roboterkontrollversagen im Hauptflur. Janet Circuits. Was? Geschafft. Okay, Fabrikationssystem offline. Aktiviere Notfallprotokoll so und so. 889, das. Hans, wir brauchen einen was? Hans Memling, okay. 109 next. Okay, mach das Explosionsding bereit. Molly, bist du drin? Sorry, noch ein bisschen. Brownout in 3, 2, 1. Achtung, Achtung, Stromausfall im Puppenkontrollraum. Powerschwankungen im Ingenieursflügel. Aktiviere Stabilisierungsprotokoll ES-109. Als nächstes kommen die Explosionen. Die Fallensteller haben Köder mit Sprengstoff versehen, um die gefährlichen Wildtiere auszuschalten. Detonation im Kryogenikflügel. So, das sollte es gewesen sein. Aktiviere Protokoll Omega. Eric? Das ist nicht die Datenbank. Was zum... Das sind aber sehr, sehr schnelle Untertitel hier gerade. Ich hab ihr ausgeschlossen. Hier, ich hab's. Beschütze die Tür. Es fliegt weiter nach Süden. Es erinnert sich mich an eine dieser Brandbestien. Verdammt, fast. Data Upload. Kommt mal. Okay, lade Daten hoch von irgendwas. Was? Was ist denn hier los? Alle Bewohner wurden terminiert. Operation. Erfolgreich. Einen schönen Tag. Hä? War das jetzt das Band? Das klang irgendwie so ein bisschen danach. Aber wahrscheinlich war es das doch nicht. Jetzt vermute ich mal. Also Fakt ist, ich kann hier nichts... Überbrückung durch Aufseher. Nö. Also, ne? Ich kann hier nichts mehr machen. Das Holoband habe ich Ach, schön. Was? Ich habe Fehlerberichte geöffnet und das gilt als Hinweis. Toll. Dankeschön, Spiel. So, da oben irgendwo... Wenigstens nicht noch ein Aggressotron. Noch jemand? Ja. Hm. Okay. Blutadler? Warum werden die denn nicht angegriffen von den vom Sicherheitssystem? So. Was gibst du mir? Eine Anti-Rüstung-Planke, natürlich. Wir sind auf dem BTS, da schleppe ich gar nicht erst so einen Mist mit. Okay, also so einen Sicherungskasten einzuschalten, während man mit beiden Füßen im Wasser steht, klingt wie eine gute Idee. Also mache ich das mal. Bumm. Und offen. Wie ist der... Moment, war das die Dinge hier nicht gerade zu? Wie ist denn das explodiert? Was? Hä? Das heißt, ich hätte das gar nicht machen müssen, gerade. Unconscious... Effectively, ich rate einfach mal, was klappt nicht. Versuche zurückgesetzt, wunderbar. Generations hatten wir gerade. Null. Ach, hab ich ja Glück, egal. Egal. Offensichtlich, naja, muss wohl die Tür geöffnet haben. Ist eine merkwürdige Alternative. Du kannst es entweder sprengen oder mühselig hacken. Interessante Frage, ob das einen Unterschied macht. Andererseits hast du bei immer das Problem bei Fallout, dass es das meistens nicht tut. Okay,
eure hartnäckige, also dass ihr so hartnäckig hier weitermacht, ist ja. There's nothing here for sorrow. Och Mann, warum kann man die Dinger nicht lesen? Warum müssen die so schnell vorbeigehen? Nee, also da wird's Zeit, dass man den Kram auf Deutsch spielen kann. Also offensichtlich ist der Herr ein ziemlich schnell am Sprechen. Ärgerlich. Ist hier ein Zettel? Ist ein Zettel. Okay. Durchbruch lesen. Okay, es regnet hier zwar Wissenschaftler, aber es ist nicht der Blackburn. Ich suche den Reaktortrakt nach Hinweisen. Immerhin gibt es hier so ein paar Zettel, die kann man wenigstens in aller Ruhe lesen. Wobei, die sind ja sowieso auf Deutsch. Patsch, dankeschön. Das war's? Nein, das war's noch nicht. Ich höre hier irgendjemanden. Au. Oh, schön. Sag demnächst was, bevor du dich anschleichst, sonst schieße ich dich ab. Okay. Forschungsbericht Dr. Blackburn, Nummer 38. Okay, also das Fangen von menschlichen Testsubjekten ist einfacher, als er denkt. Die Leute von Appalachia brauchen ganz übelst Medizin und einsame Wanderer. Da kann man als Doktor sie relativ schnell ihr Vertrauen erschleichen. Und ich rede mir ein, dass das notwendig ist. What I've made of myself. Okay, und er kriegt so ein bisschen Skrupel von wegen, zu was ist er geworden bei dem Versuch, dieses Ziel zu verfolgen, von wegen, dass er menschliche Testsubjekte und so nimmt. Ich bin eigentlich kein bisschen anders als dieser Idiot Elias. Ja, das ist ein menschliches Monster. Und ich habe mir eingeredet, aber diese Momente gehen vorbei. Ich schiebe die Zweifel beiseite und konzentriere mich auf die Arbeit. Und die Leute von Appalachia, die brauchen das. Die Welt braucht das. Von mir aus können sie mich für einen Bösewicht halten, wenn sie herausfinden, was ich gemacht habe. Aber ich arbeite an einer besseren Zukunft für sie. Okay. Also immerhin reicht das, um zu verstehen, dass er merkt zwar, er kriegt da selber Skrupel. Aber er glaubt immer noch, dass er was Richtiges tut, im Endeffekt. So eben nach dem typischen Prinzip, der Zweck heiligt die Mittel. Durchbruch. Endlich ein Erfolg. Vom endgültigen Ziel bin ich zwar noch weit entfernt, aber Serum 87A hat bei der Auswirkung von Strahlung auf Zellstruktur und DNS-Replikation zu einer beachtlichen Verringerung um 257% geführt, sowie zu einer 153%igen Steigerung der elektrischen Impedanz. Obwohl das Subjekt innerhalb weniger Stunden gestorben ist, stellt dies einen Durchbruch hinsichtlich systemischer Langlebigkeit dar. Nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, muss ich die Ergebnisse noch umfassender aufzeichnen. Okay. Bei der Auswirkung von Strahlung auf Zellstruktur und DNS-Replikation zu einer Verringerung geführt. Okay. Das klingt jetzt für mich erstmal so, als würde er quasi an sowas wie, sagen wir mal, Radics oder so arbeiten. Also irgendwas, was den Effekt von Strahlung, also den Mutationseffekt von Strahlung irgendwie verringert. Mhm. Kryogenik, warte mal. Ich kann bestimmt wieder mit ihm reden. Bist du das, Becher? Ich gehöre zur Bruderschaft. Wer spricht denn da? Ich meine, das stand da gerade eben. Telly Lang. Warte mal, Telly Lang, woher kenne ich den Namen? Telly Lang. Den Namen kenne ich irgendwoher. Becher, Telly Lang. Naja. Ja, ich bin's, Becher. Wow, ich hab schon. Du bist ein. Was? Schlimmerer? Achso, du bist ein schlimmerer Lügner, als ich es bin. Warte mal, diese Stimme kenne ich. Ist das Telly Lang?
Den Namen kenne ich, aber ich weiß echt nicht, woher. Oder ist das auch eine von den Bittstellern gewesen? Tilly Lang? Also den Namen kenne ich irgendwoher. Genau, du bist doch der eine, mit dem ich bei Fort Atlas geredet habe. Du kennst die? Also hör mal zu. Uns geht's hier gar nicht gut. Wir sind abgeschnitten von dem Rest unserer Leute und diese blöden Roboter. Keine Ahnung, haben uns eingekreist. Okay, und von was für einer Art Hilfe sprechen wir hier, Telly? Hilfe? Ich komme nicht mal durch die Tür. Ich dachte, du wärst ein armes, hilfloses Waisenkind. Was machst du hier bei den Blutadern? Richtig, genau. Doch ich erinnere mich. Wenn es so ist, wie ich mich gerade erinnere, dann war sie auch eine von den Bittstellern ganz am Anfang der Bruderschaftsquestreihe. Und sie meinte auch so von wegen, ja, ich bin ja gar kein Raider. Ich sehe auch kein bisschen so aus. Ich und Raider, puh. Nee, also das dachte ich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt. Mir war von Anfang an klar, dass sie Raider ist. Ja, selbst wenn wir es könnten, warum sollten wir dir helfen? Ich meine, Fakt ist, die müssen doch auch irgendeinen Plan haben. Wahrscheinlich haben die irgendwie Wind davon bekommen, was der Blackburn hier gemacht hat. Und keine Ahnung, was die hier wollten. Vielleicht einfach aus der Güte deines Herzens? Seid ihr nicht die Guten? Also hör mal zu, wir haben hier was, was ihr sicher haben wollt. Okay. Und vor was für einer Art sprechen wir? Also ich habe schon ewig versucht, uns hier rauszukriegen, seit wir eingeschlossen sind. Ich habe hier eine Vault-Sicherheitskarte gefunden, die sollte alle Türen hier aufmachen. Ne? Wenn ihr uns helft, dann ist das eure. Die gehört ihr euch. Warum lauft ihr nicht einfach weg, wenn die Tür auf ist? Warum hast du die nicht einfach benutzt, um zu fliehen? Gute Frage. Ich habe doch gesagt, ich habe sie gerade erst gefunden, Idiot. Ja, ich wollte gerade raus, als ihr hier aufgetaucht seid. Das klingt jetzt zwar auch irgendwie wie eine Ausrede, aber was meinst du? Aber fragen wir erstmal Valdez, was denkst du denn? Valdez? Du hast doch noch irgendwen bei dir? Da bin ich aber... Soll ich neidisch sein? Oder soll ich eifersüchtig sein? Wir könnten die Keycard benutzen, um irgendwas aufzuschließen. Okay. Also, klingt jetzt so, als wäre Valdi da nicht gegen. Von daher sind wir im Geschäft. Jo, wir sind im Geschäft. Gib mal eine Sekunde, um die Tür zu öffnen. Zum Glück ist Shinny hier. Ich glaube nicht, dass er dem zugestimmt hätte. Jetzt nicht schießen, Jungs. Die sind auf unserer Seite. Okay. Hallo, Nulgazzi, bla bla bla. Okay, ich denke mal... Teil des Deals war, dass wir hier die Roboter ausschalten. Vermutlich. Wieder mal die ultra hilfreichsten NPCs. Hm. 11, 9 oben irgendwo. Toll. Egal was man sagt, Vault 96 ist einfach Mist. Besiege die angreifenden Roboter. 20. Was sind das für ein Sicherheitssystem? Sollten die nicht einfach die Eindringlinge angreifen? Das wird doch viel mehr Sinn machen. Und du auch noch. So, 5. Okay, ihr seid gerade am Sterben. Das Spiel registriert gerade, dass ihr sterbt. Verbrannter Ghoul. Besiege die angreifenden Roboter. Jetzt kommen auch noch Ghoule dazu. Okay. Die haben aber eine Markierung über dem Kopf, von daher hält das Spiel die Ghule wohl für Roboter. Kann ich dich wiederbeleben? Kann ich nicht. Ist auch schade. Wow, das bringt aber das Blut hier zum Kochen. Hat sie gerade gesagt. Wow, achso. Hä? Ich habe schon gerade gedacht, dass das einer von den Blutadlern wäre, der Ghule, der den Roboter hier mit einem Nahkampfangriff angreift. Also, wir ballern hier offensichtlich immer noch rum, aber ich soll mit Teddy sprechen. Wen siehst du da? Also, ne, gegen irgendwen kämpfen die gerade noch. Ach, dann so.
Sieh mal, Tilly. Eis ist spannend, Tilly, nicht wahr? Ah, zum Glück bist du hier aufgetaucht. Naja, sieht wohl so aus, als hätte ich recht. Ja, schade, dass wir uns unter solchen Umständen treffen. Wir könnten hier echt in Probleme geraten. Ich kann echt nicht glauben, dass die Bruderschaft uns rausgeholfen hat. Naja, ein Deal ist ein Deal. Hier, die Keycard, das gehört dir. Okay, ich habe ein paar Fragen. Die habe ich in der Tat. Naja, wie immer. Also, ich glaube, das schulde ich dir. Also, schieß los! Was ist mit deinen Leuten, die woanders im Vault festsitzen? Was? Das ist nicht mein Problem. Hey, guck mich nicht so an. Wir wären hier tot, wenn ihr nicht gekommen seid, gekommen wärt. I try to get this here. Hey, kalt, kapiert, kalt? Hey, they'll ice me themselves? I try to get these guys here to mount a rescue. Manche Sätze verstehe ich aber nicht. Okay, ich wollte dir sagen, dass wir einige aus deiner Bande unterwegs töten mussten. Okay, also dieses Blutadler, ja, wir haben, aber ich meine, das scheint ihr sowieso völlig egal zu sein. Aber was machst du hier, Tilly? Das ist die große Frage. Duh, wir looten den Laden hier. Einer von uns hat diese Hellcat-Idioten hier bis hierher verfolgt. Vaults sind voll mit gutem Zeug, Waffen, Bomben, Essen und, okay, der hier hat sich so ein bisschen wie eine Albtraum-Freakshow herausgestellt, aber da können wir ja nichts für. Okay, ich kann echt nicht glauben, dass du bei einer Blutadlerbande bist, Tilly. Nee, also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ihr ein stinknormaler Raider wäre, aber naja. Was? Das ist meine Gang! Ach nee, nur dabei? Das ist meine Gang! Ich kann es echt nicht glauben, dass du mir geglaubt hast, was ich damals in Fort Atlas erzählt habe. Habe ich auch nicht, aber ich habe nicht geglaubt, dass du ein Blutadler wärst. Okay, du kannst einfach nicht genug von mir kriegen, wa? Hm, okay, gib mir die Schlüsselkarte. Dann ist alles geritzt. Da, für dich. Du bist so weit gekommen und, und ich vermute mal, dass der Weg, den ihr gegangen seid, jetzt freigeräumt ist, also von daher. Ne, vielleicht beschießen wir uns nicht mehr, wenn wir uns sehen. Okay, wir sind jetzt. Moment, was? Wir haben ja alles erledigt und wir ziehen uns. Warum hat Waldi das gesagt? Ich habe eigentlich gesagt, dass Tilly jetzt gesagt hat, von wegen, wir sind hier erledigt, wir haben alles erledigt und verschwinden. Wo ist denn Waldes hin? Durchsuche die Kryokapsel nach Hinweisen. Leichenentsorgung. Oh, wie schön. Ich muss eine effektivere Lösung finden, wie ich mit den Überresten meiner erfolglosen Versuche umgehe. Diejenigen einfach freizulassen, die sich zu verwandeln beginnen, ist ein probates Mittel. Aber die während des Vorgangs verstorbenen Subjekte bleiben ein Problem. Ihre Lagerung in einem stillgelegten Teil des Kryogeniklabors verhindert zwar die Verwesung und die damit einhergehenden Gerüche, doch selbst der materialistischste Wissenschaftler kann sich dem unheimlichen Gefühl nicht entziehen, das eine große Anzahl Leichen in direkter Nähe hervorruft. Stimmt, Leichen sind einfach nicht appetitlich. Auch wenn hier Mindesthaltbarkeitsdatum nicht abläuft, weil sie eingefroren sind. Ich meine, man könnte auch einfach einmal hier so ein kaltes Buffet für die Supermutanten machen und dann wären die auch weg. Ne? Problem gelöst. Von daher eigentlich ja interessant. Die Frage ist ja jetzt eigentlich nicht nur von wegen, was ist mit den entführten Leuten passiert, sondern auch, hat das irgendwas mit den Supermutanten zu tun? Das heißt, wie können wir hier eine Verbindung von dem Vault hier zu den Supermutanten ziehen? EVV-Forschungsprotokoll Nummer 57. Forschungsprotokoll Dr. Blackburn Nummer 57. So langsam, ich verzweifle immer öfter an meinem Verstand. Also meine Fortschritte, oder ich mache scheinbar keine Fortschritte mehr. Das FEV, das sieht fast so aus, als würde sich das FEV ganz bewusst gegen mich wehren. Stands of imminent metastasis conversion. Okay, ich muss irgendwie akzeptieren, irgendwas mit Supermutanten. Ich bin einfach nicht genug ausgerüstet, um mit so einem Fehlschlag umzugehen. Okay, ich
Ich hab die Befürchtung, dass meine Methoden, wie ich hier in Sorge dazu führen könnte, dass die Supermutantenpopulation ansteigt. Okay. Von wegen Link zwischen Supermutanten und dem hier. Das klang jetzt fast so, als würde er, ich meine, wobei, das verstehe ich jetzt nicht gerade. Sind das die Leichen, die Supermutanten anlocken? Oder hat er... Ich meine, Supermutanten waren noch nie tote Menschen. Also entweder klingt das jetzt so, als würde er die Leichen hier irgendwie in den, keine Ahnung, ins Ödland schaffen und dadurch würden mehr Supermutanten entstehen. Oder aber, weil er hier drin die Leichen hortet, keine Ahnung, lockt das Supermutanten an oder so? Keine Ahnung. Eigentlich total verwirrend, wenn man es nicht komplett auf Deutsch lesen kann. So, Erinnerung. Vorräte. Nicht vergessen, wenn die Hellcat Company neue Exemplare liefert, muss ich sie darum bitten, auch mehr Chemikalien mitzubringen. Der Vorrat geht zur Neige und ich verabscheue Untätigkeit. Ich würde mich ja selbst hinauswagen, aber meine derzeit laufenden Experimente lassen selbst eine kurze Abwesenheit nicht zu. Es sind klare Anweisungen erforderlich, um die Lücken bei Bildung und chemischem Verständnis auszugleichen. Diesen Fehler werde ich nicht nochmal machen. Methansäure, Dimethylsulfat, Triclamethan, okay. Okay, das hilft mir jetzt auch nicht großartig weiter. Säuren. Jetzt frage ich mich nur wieder, ob sie mir auch wieder gleich so ein Quiz stellen wird, ob ich denn auch die Befunde, die Hinweise auch alle ja sorgfältig gelesen habe und so. Das wäre dann, glaube ich, schon das dritte Mal. Okay, die Keycard. Können wir die Keycard endlich benutzen? Oh, durchsuche, durchsuche, durchsuche. Okay, so langsam wird es witzlos. Ja. Forschungsprotokoll 112. Forschungsprotokoll Dr. Blackburn Nummer 112. Okay, ich muss unbedingt mehr menschliche Testsubjekte finden, um mein Ziel zu erreichen. Ich mache es, wenn... Was? Wir sollen ihn doch zurückbringen. Vergiss das nicht. Egal, was wir hier gesehen haben. Okay, er zeigt eine ziemlich moralische Flexibilität, aber... Oh, was ist denn hier los? Ich muss vorsichtig sein, die Söldner sind nur loyal, was das Geld angeht, aber nicht mir, meiner Kontrolle. Okay, die Kontrolle über den Vault scheint sie irgendwie in Schach zu halten. Gut, das ist was, nee. Locate the prisoners. Uh-huh. Nee, also ich bin tatsächlich jetzt gerade komplett lost. Also, ich kann nur grob zusammenfassen, dass der Blackburn hier Forschung betrieben hat. Und er die ganze Zeit meinte, okay, ich mache das hier zum größeren Besten, aber es hat quasi irgendwann hat sich verselbstständigt und er musste immer mehr menschliche Testsubjekte und musste immer mehr zwielichtige Sachen machen. Unglaublich, sie haben einen Snelly gestern in einer der Testkammern zurückgelassen. Erstaunlicherweise lebt er noch. Ist aber ziemlich reizbar. Was auch immer sie mit ihm gemacht haben, er hat seine Lust an Nahrungsaufnahme verloren. Vielleicht metabolisiert er ja Spurenelemente direkt aus der Luft oder betreibt eine eigenartige Form von Photosynthese. Nichtsdestotrotz bleibt die Kammer gesperrt. Außerdem muss ich beim Auftauen der anderen Exemplare in der Kryolagerung vorsichtig sein. Ich kann nicht vorhersagen, welche Mutationen sie aufweisen. Okay, also es gab hier Tiere, die eingefroren waren und du bist offenbar kein Tier. Ach, die Dinge, die sie uns angetan haben. Ach, guck mal, da ist Cassie. Du bist doch nicht bei diesen anderen, oder? Okay, also das ist die Nichte von Art Nap, die wir in der letzten Episode gesucht haben. Weißt du, wie wir die Zellen öffnen können? Nee, nicht wirklich. Da muss es irgendwo ein Schloss, so ein entferntes Schloss geben. So ein Terminal wahrscheinlich. Dieser Doktor-Typ hat irgendwas hinter den Treppen. Da ist something back behind. Okay, irgendwas hinter den Treppen macht er, bevor er uns für seine Tests holt. Okay, ich hole euch raus. Okay, ich war nur spazieren und, was?
Ich war nur spazieren, aber ich bleibe jetzt wohl erstmal hier. Was heißt denn, du gehst spazieren? Hä? Ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr Gefangene seid oder so. Hm. Ach ja, 27, 24. Forschungsterminal. Okay, also wir haben jetzt Gefangene gefunden und gerade die, die wir gesucht haben. Und das heißt, er wollte, Blackburn wollte wohl auch an denen Forschung betreiben. Aber ich weiß immer noch nicht so genau, welche Serumversuche. Also genau, er versucht irgendwelche Seren. Und das erste, das komische 87A oder was es damals war, das hat ja angeblich den Effekt von Strahlung verringert. Dateien wurden zum Löschen markiert. Bitte eine Datei zum Anzeigen auswählen. Mhm. Serum 89C stellt die erste Verbesserung seit Serum 87A dar. Nach den Ergebnissen zu 87A war ich mir dermaßen sicher, dass ich auf der richtigen Spur bin. Doch die nächsten Iterationen erwiesen sich als komplette Fehlschläge. 89C weist immerhin eine weitere Verbesserung der Strahlungs- und Energieresistenz auf. Der FEV bekämpft mich wie ein in die Enge getriebenes Tier. Jede Anpassung scheint negative Auswirkungen auf die anderen Effekte des Serums zu haben. Aber ich werde nicht klein beigeben und ihm beweisen, dass ich sein Rätsel lösen kann und ihm überlegen bin. Moment, FEV? Das klingt jetzt fast so, als würde er tatsächlich versuchen, Supermutanten zurückzuentwickeln. Nur selten habe ich es bis zur sechsten Revision eines Serums geschafft. Der Erfolg oder Misserfolg einer Forschungsreihe zeigt sich normalerweise deutlich früher. Doch 102 wirkte lange Zeit wie der Kandidat, der mir zum Durchbruch verhelfen könnte. Revision F ist ein typisches Beispiel. Die Versuchsperson bewahrte ihre Identität und ihre kognitiven Funktionen bis zum Beginn der Metamorphose und die Tests an der zweiten Versuchsperson zeigten eine erstaunliche Verbesserung der physischen Widerstandsfähigkeit, bevor sich schwerwiegende morphologische Veränderungen einstellten. Wenn ich nun noch den Metastase-Auslöser isolieren kann, der die Verwandlung zum Supermutanten verursacht, dann ist mein Ziel endlich in greifbare Nähe gerückt. Also ich verstehe jetzt gerade nicht, ob er versucht, Supermutanten zu züchten oder Supermutanten wieder zu heilen. Nach den Versuchen zu Serum 102F denke ich, dass das Problem in der Verabreichung liegt. Eine direkte Injektion führte bei ähnlichen Zeitkurven zur gleichen Metamorphose. Durch Zuführung des Serums über Nahrung, Luft oder Wasser der Kammer des Subjekts trat die Transformation erst später ein. Meine Hypothese lautet, dass die Injektion ins Blut eine sofortige Immunreaktion folgen lässt, welche die Transformation beschleunigt. Aus ungeklärten Gründen bremst die vorhergehende Verarbeitung durch das Atmungs- und Verdauungssystem diese Reaktion. Nee, ich bin echt nicht schlau draus. Nach den Tests zu Serum 123D habe ich versucht, die respiratorischen und digestiven Kompensationen der Immunreaktion auszunutzen, die FEV hervorruft. Mit zunehmendem Erfolg. Ich glaube, dass ich die Reaktion durch wenige zusätzliche Anpassungen gänzlich eliminieren kann. In Erwartung dieses Erfolgs werde ich mich nun auf die Krankheitsresistenzwirkung konzentrieren. Ich befürchte, dass diese Modifikationen einen Rückschritt für meine Arbeit zur Unterbindung der Transformation bedeuten könnten. Doch zu diesem Zeitpunkt ist es besser, mit einem ansonsten vollständigen Virus zu arbeiten, als einen Teil davon zu ändern, nur um einen anderen rückgängig zu machen. Testkammern? Abgesehen vom unerwarteten Gast in Kammer 3 bieten die von den Bewohnern des Vaults zurückgelassenen Testkammern ausreichend Platz für lebende Versuchsobjekte. Ihre simulierten Umgebungen mögen zwar nicht sonderlich einladend sein, aber sie sind immerhin bequemer als eine blanke Betonzelle. Obwohl das natürlich ihrem Zweck widerspricht, wäre es manchmal trotzdem schön, wenn die Observationsfenster Jalousien hätten. Du musst ja nicht hingucken, wenn da irgendwas Ekliges passiert. Ein unglücklicher Vorfall. Eines meiner Versuchsobjekte hat mich heute mit meinem Namen angesprochen. Ich empfinde das als höchst unangenehm und ablenkend. Um mein Werk zu vollenden, muss ich völlig objektiv bleiben. Derartige Vorfälle erinnern mich daran, in welchem Licht man mich in der Zukunft sehen wird, selbst wenn meine Arbeit erfolgreich sein sollte. Ich muss darauf achten, mich potenziellen Versuchsobjekten ab jetzt nicht mehr vorzustellen. Für ein Pseudonym ist es aber vermutlich schon zu spät. Schließlich habe ich der Blue Ridge Company meinen Namen mehr als einmal genannt. Ich kann aber wenigstens dafür sorgen, diesen Fehler nicht noch häufiger zu begehen. Zukünftige Generationen werden mich wahrscheinlich als Monster porträtieren, selbst wenn sie von der Welt profitieren, die meine Arbeit ermöglichen wird. Man wird mich als kranken Irren bezeichnen, der mit sadistischem Vergnügen in unschuldigen Versuchsobjekten herumgestochert hat. Die Vivisektion bringt mich natürlich nicht weiter. Die Funktionsweise des menschlichen Körpers ist mir schließlich nur zu gut bekannt. Ich benötige unbeschädigte Exemplare, um meine Ergebnisse akkurat bewerten zu können.
Meine lebenden Versuchsobjekte mussten und müssen zu keiner Zeit befürchten, dass ich wie ein perverser Augur auf groteske Weise in ihn herumstochere. Das Sezieren nach einem vollendeten Test hat hingegen durchaus seinen Wert und viele meiner Tests erfordern den Einsatz von Nadeln, Sonden und anderen Überwachungs- und Messgeräten. Einer Vivisektion habe ich mich allerdings niemals bedient und werde es auch niemals tun. FEV-Forschungsprotokoll 05. So. FEV-Forschungsprotokoll 05. Das habe ich mir jetzt mal gemerkt. Da. Forschungsprotokoll Blackburn Nummer 5. Die Hersteller des FEV waren hellsichtige Idioten. Die haben Waffen gesehen und Soldaten, die damit den Krieg gewinnen. Die haben gesehen, wie man die menschliche Evolution vorantreibt und haben damit noch schlimmere Tode gesehen. Meine Kollegen bei Vestec waren genauso Idioten. Die haben Spielzeug draus gemacht und haben irgendwas mit Hunters Will. Und das FEV war überhaupt niemals, war niemals dafür gedacht, irgendwelche Mutanten zu erzeugen. At the core. Okay, und na, eigentlich ist das. Moment, das müssen wir nochmal anhören. Das klingt so, als hätte er am FEV geforscht, aber als hätte er nicht gewollt, dass das quasi als Waffe benutzt wird. Also, die Entwickler des FEV wollten das eben als Waffe, damit Kriege quasi sofort vorbei sind. Und. Vestec, they made plaything and farm. Also genau, die Vestec hat quasi Hunters Will als Ameisenfarm mehr oder weniger benutzt. Mehr oder weniger als Spielzeug oder so. Und das FEV soll aber eben keine Wunder schaffen, sondern es sollte eigentlich Hoffnung und wundervoll sein. I will free it from that, okay. Free from fear. Hä? Okay, also ich würde das jetzt so interpretieren, dass er das FEV haben wollte, um quasi alle Menschen, um das allen Menschen zu verabreichen und sie auf die Art und Weise gegen die üblichen Gefahren des Ödlands mehr oder weniger zu impfen. Peterson, the thing he did to us. Also, es war ein Albtraum. Ein lebender Albtraum. Also ich verstehe das jetzt so, dass Blackburn auch am FEV geforscht hat und er aber eben eigentlich nicht wollte, dass sich Menschen in Supermutanten verwandeln und er wollte auch nicht, dass die zu Soldaten werden und so, sondern dass Menschen einfach nur zum Beispiel immun gegen Strahlung werden und von wegen keine Angst mehr haben müssen im Ödland. Und eigentlich war sein Ziel, dass quasi die Menschheit das Ödland wieder zurückerobern kann. Okay. So mein Verständnis, mein lückenhaftes. Ein schönes Geräusch. Hier links? Hier rechts? Das Rohr macht ein schönes Geräusch. So. Biologielaborstation. Aufzeichnungen. Hatte ich das eben gerade? Nö. Bitte eine Datei zum Anzeigen auswählen. Heterocephalus glaber, Maulwurfsratte. Ziel des Experiments: Elektrogenese. Das N2-Serum war mit einer Spitzenspannung von 12 stabiler, aber weniger effektiv. Es wird empfohlen, die Serumparameter anzupassen und Objekte mit Hautcharakteristiken auszuwählen, welche die Leitfähigkeit erhöhen oder eine bessere kapazitative Speicherung ermöglichen. Keine signifikante Verbesserung im Vergleich zu RK85. Das Exemplar weist die Fähigkeit schneller und umfassender Regeneration nach Verletzungen durch Eindringen oder stumpfe Gewalteinwirkung, Epithelschäden oder hohem Blutverlust auf. Die Gliedmaßenregeneration wird beschleunigt, allerdings kommt es zu unerwünschten sekundären Mutationen, darunter dem Wachstum mehrerer verkümmerter Gliedmaßen. Der Braunbär, warte mal was? Mehrerer Gliedmaßen? Also, die haben. Nee, Jaugweiß haben doch keine zusätzlichen Gliedmaßen, oder? Canis lupus, Wolf, Komma, Grau.
Nach der Injektion des Serums wurde eine subkutane Pyrogenese hervorgerufen. Begleitende Mutationen der Hitzeresistenz erwiesen sich als unzureichend, wodurch sich das Exemplar entzündete und zu Asche verbrannte. Eine Autopsie war nicht mehr möglich. Okay. Ziel des Experiments: Pyrogenese. Jetzt weiß ich nicht, war das erfolgreich oder nicht? Er hat sich in Staub aufgelöst. Von innen verkokelt. Schön. Nach der Injektion wurde eine eingeschränkte Pyrogenese ohne erkennbare Schäden des Objekts erzielt. Die Ergebnisse erschienen anfangs enttäuschend. Nach dem Tod ließ sich jedoch eine heftige chemische Reaktion den Körper des Objekts explodieren, was zur Vernichtung der Überreste des Gegners und einem Großteil von Testkammer 3 führte. Es wird empfohlen, 209N als neuen Mutationskandidaten zu klassifizieren und beide parallel zu verfolgen. Okay, also explodierende Gegner. Eine schöne Mutation. Kaliforidae. Blähfliege. Teleportation. Was? Instabil. Das Exemplar wechselte als Ausweichmanöver zweimal den Aufenthaltsort. Nach dem dritten Wechsel tauchte es im Oberkörper der gegnerischen Kreatur wieder auf, was zum sofortigen Tod führte. Es wurde eine Autopsie unter besonderen Schutzmaßnahmen durchgeführt. Jenseits der Integrationsgrenze schien der Körper des Exemplars mit dem des Gegners auf molekularer Ebene verschmolzen zu sein, was die Entstehung einer nicht mehr unterscheidbaren Fleischmasse zur Folge hatte. Aha, die Brundle-Fliege lässt grüßen, würde ich sagen. Okay, die sind sortiert. Die Quoten bereiten mir keine Kopfschmerzen. So furchtbar das System auch ist, wir schaffen 4 Marken pro Woche. Aber was wir tun, um sie zu verdienen, kann ich nicht verkraften. Wir sollten diese Tiere schützen und erhalten, statt sie in einem Experiment nach dem anderen zu missbrauchen. Und dann stecken wir sie in Testkammern und lassen sie kämpfen, um herauszufinden, welche Mutationen stärker sind. Das ist schrecklich. Nina scheint das nicht zu interessieren. Okay, also ich glaube, das gehört nicht mehr hier zu Blackburn, sondern sind einfach die Aufzeichnungen in dem Vault selber. Nina war schon immer ein Workaholic. Ich musste unsere Dates planen und Camel ihre Anrufe blockieren lassen, als wir unterwegs waren. Aber sie hatte immer Zeit für mich. Und jetzt? Sie ist jeden Tag bis nach Mitternacht im Labor und arbeitet ständig an irgendeinem neuen Stamm, damit wir in der nächsten Woche was haben. Und in der Woche drauf und in der Woche danach auch noch. Die Quoten werden schlimmer. Mittlerweile liegen sie bei mehr als 200 pro Woche. Sie trägt die größte Last. Das bringt sie um. Das bringt uns um. Als ich 10 war, hatten wir eine Hündin, Vera. Eine große Alaskan Malamute. Danny nannte sie immer Wolf. Sie sah zwar so aus, aber war durch und durch lieb. Nummer 373 sah genauso aus wie sie. Der gleiche Streifen an der Schnauze. Und dann gaben wir ihr die Spritze. Ninas neue Flammenmutation. Sie fing Feuer und verbrannte von innen heraus. Direkt auf dem Operationstisch. Ich schwöre, ganz am Ende, bevor ihr Gesicht zerschmolz, schaute sie mich an. Sie sah genauso aus wie Vera. Schön, sowas vergisst man bestimmt nicht. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Ich sprang vor den Aggressotron. Ich warf mich hin und schoss einfach auf sie, vor unser aller Augen. Sie fiel auf mich. Hans wollte sie noch auffangen, aber ich sah es. Ich sah es. Ihr Kopf war weg. Ich kann das nicht. Nicht mehr. Nicht ohne Nina. Okay, Hans und Nina. Jetzt frage ich mich, sind das die mit diesem Holoband, wo sie die verschiedenen Trakte gesprengt haben und so? Okay, Biologieprotokoll 280. Warte mal. Biologieprotokoll 280. Wo ist es hin? Warum habe ich die jetzt doppelt? Ich muss ehrlich sagen, das nervt. Oder habe ich die jetzt doch nicht mitgenommen? Ja, Holoband auswerfen. Dankeschön. Blödes Spiel. So, jetzt muss ich hier irgendwo 280 finden. Oder hat er es jetzt wieder nicht rausgenommen? Da, dankeschön. Molly Cooper, Biologie. Eintrag 280. Was ist das? Der Eintrag für das Exemplar ist leer. Keine Vitalzeichen, keine Messungen, keine gar nichts. Die Zellstruktur ist anders als alles, was ich bisher kenne. Ich kann nicht mal die Organe erkennen oder identifizieren.
Ich hab's durch eine DNA-Analyse geschickt. Zweimal. Nichts. Überhaupt nichts. Ich hab mit Nina drüber gesprochen. Und sie versucht irgendwie per Splicing. Sie versucht einfach so ein bisschen willkürliches Splicing, um zu gucken, was passiert. Es dauert, aber wir müssen für Voltec irgendeine Quote erfüllen. Okay. Okay. Aber das war jetzt auch wieder nichts, was Blackburn betrifft, sondern das war jetzt hier die alte Forschung. Testkammerzugang. Alle Testkammern verriegeln. Nee, ich möchte es eigentlich entriegeln. Entriegelt. Und genau, entriegeln wir mal alle. Da kommt bestimmt irgendwo ein Gegner raus. Aber Wayne interessiert's. Sprich mit Cassie Holloway. Warte mal. Testkammer 3 entriegeln. Türdurchbruch in Testkammer 3 erkannt. Eindämmung kompromittiert. Sofort Wartungsabteilung verständigen. Und entriegeln. Okay. Also warum Testkammer 3 jetzt nicht auf möchte? Imaging irgendwas? Ach, wie schön. Haufenweise Leichen. Warte mal. Also ich gehe mal davon aus, dass man jetzt auch mittlerweile, wenn man hier fertig ist, wieder in den Vault rein kann. Das heißt, du könntest wahrscheinlich das in aller Ruhe erforschen, jetzt ohne die Story. Kann ich nicht mit dir reden? Öffnen. Muss ich die Luft anhalten? Ist die Luft da drin schlecht? Also entweder, ne, entweder sind da irgendwelche Giftgase drin oder habt ihr vielleicht gefurzt und ich sollte nicht rein? Möchte ich nämlich warnen? Die Luft sieht nämlich relativ braun aus da drin. Okay. Zum Glück. Du hast Fremder, du hast meinen Dank. Okay, ich glaube, eine kleine Vorstellrunde ist in Ordnung. Ich bin Cassie. Habe ich ja schon erwähnt. Du bist Cassie Holloway, Artnaps Nichte? Ja, das bin ich. Du kennst Onkel und Onkel Art? Ach, er muss sich so viele Sorgen machen. Vielleicht hat er sogar... World Weary? Ach so. Vielleicht hat er sogar eine Emotion gezeigt, die nicht einfach nur, ich hab keinen Bock mehr, oder eine Weltmüdigkeit ausdrückt. Ich hoffe mal, ihm geht's gut. Was hat dich hierher geführt? Müssen wir uns die Story echt nochmal anhören? Oh, naja, machen wir mal. Ich bin mit der Blue Ridge Caravan hergekommen. Der Arzt war auch da. Ja, irgendwie so ein paar Leute sind mitten in der Nacht reingekommen und But the guide said it happens. People turn back. Okay. Also ein paar Leute sind mitten in der Nacht verschwunden. Und dann hat halt eben die Führung gesagt, war das. Ich glaube, Blackburn war das der Anführer von denen. Aber er meinte von wegen, ja, so ein paar Leute kehren halt um und von denen macht euch keine Sorgen, die Leute sind halt weg. Die sind nicht entführt worden, nein, die sind einfach wieder zurückgegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Und dann eines Nachts, da war draußen ein Sturm und dann haben uns die Hellcat-Leute überfallen, haben uns alle gefangen genommen. Naja, jedenfalls, wir sind von der Stelle eine Bruderschaft und das da hinten ist die gelehrte Valdez. Naja, das klingt auch nach einer netten Truppe. Onkel Art hat euch erwähnt, so grob. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich nicht froh wäre, euch zu treffen. Nee, ich bin nicht verletzt, mir geht's gut. Der Doc hat noch keine Experimente an mir durchgeführt. Okay, aber der... Oh, das ist aber übel. Aber der Freak hat mich mit irgendwelchen Krankheiten infiziert. Er sagte, er testet irgendwelche Inkubationszeiten und Immunreaktionen. Aber irgendwie hat er sich währenddessen die ganze Zeit entschuldigt. Okay. Ich sollte, glaube ich, einen Schritt zurücktreten vor dir. Du hast bestimmt irgendwelche Krankheiten. Ach, Schlacklunge. Ach, wenn das alles ist. Ja, hast du mal. Ernsthaft? Du bist ja echter Schutzengel. Naja, er hat uns gekidnappt und, naja, bei einem verrückten Wissenschaftler eingeschlossen zu sein. Und der probably not? Wieso denn probably not? Egal. Naja, zumindest, wenn er sie mit Schlacklunge infiziert hat, hatte ich jetzt auch schon oft genug, würde ich sagen. Gibt es noch weitere Gefangene? Zum Beispiel den da hinten und die? Ich glaube, wir sind die letzten Überlebenden hier.
Ja, wir waren mal mehr, aber dann hat er so nach und nach halt Leute aus den Zellen genommen und die sind nicht immer wieder zurückgekommen. Aber er war hier seit ein paar Tagen nicht unten. Vermutlich hat er erreicht, was er wollte. Oder irgendwie, ja, irgendwer hat ihn erwischt oder so. Könnt ihr es hier rausschaffen? Vielleicht könnte ich, aber die anderen beiden werden es definitiv nicht schaffen. Ich weiß ja nicht mal, wo wir sind. Oder ob wir hier irgendwo in der Nähe der Zivilisation sind. Nee, also die kommen hier nicht raus in ihrem Zustand. Vielleicht ist es besser, wenn sie bleiben, wo sie sind. Ich kann hier ein paar Ärzte reinschicken, die nach denen sehen. Und sie in Sicherheit bringen. Naja, was auch immer dieses Wort Atlas ist, klingt gut. Okay, ich lasse ein bisschen Wasser und Essen hier und bis die Hilfe eintrifft. Okay, Cassie, halte durch. Hilfe wird bald da sein. Kann ich dich noch was fragen? Also ich habe Termine, ich bin jetzt gerade ziemlich frei, wie es aussieht. Von daher, frag doch mal. Aber ich hätte noch ein paar Fragen. Naja, Captive, okay, halte durch. Irgendwie geht's nicht weiter. Too soon? Okay, ich kann hier keine weiteren Fragen stellen. Ja, also falls du diesem komischen Doktor beim Weg läufst, tritt ihm mal in die Eier. Oder so ähnlich. Naja, danke dafür, dass ihr uns gerettet habt. Ashmo? Ach, ich hatte befürchtet, wir sterben hier drin. Cassie hat auf uns aufgepasst. Selbst bei allem, was hier passiert ist. Das war ein Albtraum, ein lebender Albtraum. Der Doktor ist verrückt. Bist du hier, um uns zu retten? Bin ich. Ist es vorbei? Können wir nach Hause gehen? Öffne das Aufseherbüro. Moment, ich bin... Okay, normalerweise, wenn du so einen Punkt erreicht hast, gehst du doch hinten wieder raus und kommst dann in irgendeinen Gang rein, in den du vorher noch nicht rein könntest. Mit dem Terminal. Okay, wo ist hier das Terminal? 92, warte mal. Könnte das hier der... Ah, guck mal, Test Chamber 3. Also das war die Testkammer, die nicht geöffnet werden konnte von dem Terminal aus. Da interessiert mich jetzt natürlich, ob man da nicht doch irgendwie reinkommt. Ach, das ist doch Test Chamber 3. Okay, also Test Chamber 3 war einfach offen. Benötigt Terminal. Also das ist jetzt irgendwie ziemlich unnötig. Also ich könnte die Tür hier jetzt von der anderen Seite noch öffnen, aber offensichtlich ist die Tür ja auch auf. Von daher verpassen wir offensichtlich nichts. Schade. Schmutziges Wasser trinken. Hier gibt es auch wieder nichts zu erforschen. Na dann. 77. Da kann ich ja jetzt ganz beruhigten Gewissens, wie die Quest auch heißt, auch wenn ich immer noch nicht weiß, warum eigentlich, zu dem Missionspunkt gehen und hoffen, dass irgendwas passiert. Das Aufseherbüro öffnen. Natürlich. Ist ja nicht so, dass es schon vorbei wäre. ID-Card, ich habe ja eine. Das muss funktionieren. Moment, was ist das denn? Also wenn hier Türen sind, die optional sind, dann wäre ich ja doch sehr überrascht und sehr erfreut. Wenn man mir endlich mal irgendwas finden könnte, was nicht jeder findet, zwangsweise. Zwangsweise und zwangsläufig. Aber ich glaube, hier ist nichts Optionales. Ja, also, ne, wenn hier Augenbots liegen, die außerdem noch Beute haben, heißt das, ich war hier schon. Okay. Okay, naja, es scheint vergeblich, aber ich frage euch nochmal. Geht aus dem Vault, ne, und lasst mich hier allein an diesem Ort. Okay, das heißt, jetzt würde ich sagen, okay, seine Forschung ist gescheitert. Er hat also mit seinem, das große Ganze hat er jetzt nicht geschafft und deswegen igelt er sich jetzt hier ein, um mit den Konsequenzen nicht konfrontiert zu werden. Was? Die ID-Karte funktioniert nicht?
Blackbear muss irgendwas überschrieben haben bei dem Torcode, bei dem Türcode. Vielleicht hat er sich gedacht, dass hier die Räuber, die Raider, dass die irgendwie hier die Karte finden würden. Ja, und jetzt kannst du irgendwas tun, du bist so Hacker. Was, von hier? Wenn ich mehr Zeit hätte und mehr Werkzeuge und ein paar Baupläne, sicher. Aber unter den jetzigen Umständen müsste ich echt kreativ werden. Die Dinger hier sind hydraulisch versiegelt. Naja, wenn wir die Zuleitung finden würden, dann könnte ich vielleicht den Druck ablassen und der die Türe zuhält. Okay. Boilerfeed. Man könnte ja jetzt einfach mal diesem Rohr folgen. Mal sehen, ob das tatsächlich wohin führt. Ob uns das da... Nö, tut's nicht. Ist hier Karte? Also sieht es nicht so aus, als wäre das zwangsläufig das, wo das mündet. Nö. Also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass da tatsächlich irgendwo ein Hydraulikrohr reinmünden würde. Aktivieren. Oh, Moment, cool. Dieses Panel ist mit einer Reihe von Rohren verbunden. Scheinbar hat man hier die Kontrolle über die Hydraulikleitungen des Vaults. Man sieht, welche Leitungen mit der Aufsehertür verbunden ist. Fragt sich nur, wie man sie außer Stand setzen kann. Die Hydraulikleitung mit Rohrgewalt sabotieren. Das richtige Ventil finden und schließen. Die Hydraulikleitung zur Tür durchtrennen. Auf die Steuerung schlagen und aufs Beste hoffen. Das richtige Ventil finden und schließen. Ich bin ja intelligent. Ich weiß zwar nicht, wie intelligent ich bin, aber ich mach's einfach mal. Du lässt den Blick über die Steuerung von dir vor dir schweifen. Nur kurze Zeit später hast du herausgefunden, wie du die Leitungen zur Tür des Aufsehers deaktivieren kannst. Nachdem du ein paar Schalter umgelegt hast, fällt die Druckanzeige auf Null. Wieso denn drin lassen? Da war gerade eine Option drin lassen. Naja, jedenfalls, die Tür ist offenbar auf. Und jetzt sprechen wir mit dem Herrn Schwarzbrand. Blackburn. Schiebetür öffnen. Hey, Blackie. Ach, es scheint so, als wären die Vault-Sicherheit und die Blutigel jetzt keine Herausforderung für euch. Naja, ich gebe auf. Ihr könnt eure Waffen runternehmen. Es wäre definitiv vergeblich, wenn ich mich hier wehren würde. Ist das die Forschung, von der du mir erzählt hattest, damals, von wegen das Studieren von Krankheiten? Naja, im Gegensatz zu dem, was du denkst, hab ich nicht gelogen damals in Vordatlas. Ich würde sagen, es ist nur schwer, einem Laien zu erklären. Okay, und warum glaubst du, dass du Erfolg hattest? Ich habe nur schreckliche Dinge gesehen. Glaubst du dann hier wirklich komplett blind an das alles hier? Keine Ahnung, einfach nur in irgendwelchen... als hätte ich einfach nur in irgendwelchen unschuldigen Körpern rumexperimentiert und so. Und mit jeder Iteration, jedem Test, habe ich die Fehler gefunden und ausgemerzt. Und ich zweifle nicht an meiner Arbeit. Also, Gelehrte Valdez sagt, es klingt irgendwie so, als hättest du deinen perfekten Virus irgendwie nicht so richtig getestet. Aber er antwortet darauf, ja, aber es werden ja gerade Schritte unternommen, während wir sprechen. Und ich muss sagen, das finde ich gerade ein wenig beunruhigend. Ich habe eigentlich gedacht, weil der Vault ja so komplett verfallen ist und so, dass das quasi schon gegessen ist und dass das gescheitert wäre. Mhm. Wir müssen alles wissen, was du getan hast. Ja, ich bin sicher, dass mich die Bruderschaft gerne verhören will. Bis ich nichts mehr zu erzählen habe. Aber ich werde definitiv mit euch kooperieren. Und ja, ich werde... Though I expect you want to contact you. Okay. Also zumindest klingt so, als würde er mit der Bruderschaft kooperieren wollen. Und was die Inhalte dieses Vaults angeht, die Bruderschaft kann gerne haben, was sie will. Meine Arbeit hier ist erledigt. Okay.
Seine Arbeit hier ist erledigt. Das sieht tatsächlich nicht so aus. Von daher möchte ich eigentlich ganz gerne wissen, was hast du denn jetzt hier gefunden? Du behauptest, das zum Wohl der Menschheit zu tun. Hast aber noch mehr Supermutanten erzeugt. Ja, das klingt ja nicht gut. Ja, es war einfacher und sicherer. Für mich selbst, wenn nicht für andere. To release those failures before they were also complete. Okay, also es war für mich sicherer, diese quasi noch in Entwicklung befindlichen Supermutanten raus ins Ödland zu schicken. Ne, ich musste meine Arbeit vollenden. Und ich wusste ja sowieso, dass die Bruderschaft quasi mit meinen Fehlern schon umgehen würde. Also die Bruderschaft wird sich schon um die ganzen Supermutanten kümmern, alles gut. Errors? Okay, weil Des sagt, ja, ihre Fehler, ne, die haben sich natürlich einen Tunnel nach Fort Atlas gegraben und haben da versucht, alle zu töten. Von wegen, ne, das war der Supermutantenangriff am Ende von Sterlende Dämmerung. Ach, da ja auch überrascht, ach, ist das so? Oh, okay, er ist sogar stolz drauf. Er sagt von wegen seine Fehler, ne, also die Supermutanten, die er eigentlich fälschlicherweise erzeugt hat, dass er quasi stolz drauf, dass die es geschafft haben, sich unten irgendwie in Fort Atlas reinzusprengen. Ne, also das Ausmaß an Koordination, das die offensichtlich an den Tag gelegt haben, das ist untypisch und geht über das kognitive Niveau von normalen Supermutanten hinaus. Schön, also er ist stolz drauf, dass er scheinbar Supermutanten gezüchtet hat. Ich habe gesehen, was der FEV anrichtet, also der Forced Evolutionary Virus. Wie konntest du nur denken, dass er jemandem hilft? FEV war nicht dazu da, irgendwelche Mutanten oder Grotesken oder so zu erzeugen. Er sollte der nächste Schritt in der menschlichen Evolution sein. Ne, unsere Verbesserung zu was Besserem und Größerem. Ich meine, klar, die Westek-Idioten, ne, die haben... Observing its fair. Achso, bei Westek, die haben einfach Experimente gemacht, um mal zu gucken, wie es schief läuft und haben dann versucht, das zu verbessern. Aber das haben sie auch nur gemacht mit irgendwas Gutem im Kopf, also mit irgendeinem Ziel. Und jetzt wird das FEV diesen Zweck erfüllen, dank mir, sagt der Blackburn. Okay, ja, wie kannst du diesen Unsinn rechtfertigen? Also jetzt bis vor diesem Gespräch hätte ich gesagt, okay, vielleicht hat er ja tatsächlich... geglaubt, er arbeitet zum Wohle aller und es wäre einfach gescheitert und ne, er möchte jetzt einfach quasi sich der Strafe entziehen, aber jetzt klingt es ja wieder so, als wäre er doch stolz auf sich, dass er da irgendwelche quasi Supermutanten erschaffen hat und zumindest klingt es nicht so, als hätte er jetzt irgendwelche, als würde er irgendwas bereuen. Ja, ich zweifle nicht daran, dass du mir noch weitere Fragen stellen willst, aber dann schieß mal los. Du bist ein Monster, ich sollte dich auf der Stelle umbringen. Nee, wir nehmen dich mit, Blackburn. Für das, was du hier getan hast, musst du büßen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, als ihr hier reinkamt. Okay. Seht mich als verhaftet an. Und, ist to meet you out, okay. Also ich bin bereit, das Urteil der Bruderschaft entgegenzunehmen. Okay. Es waren Menschen, Blackburn, wie Cassie. Du hast sie gefoltert und dann die Experimente durchgeführt, wie an Tieren. Glaubst du ernsthaft, ich hatte da Freude dran oder irgendwie hab da Stolz empfunden? Denk, was du willst, aber ich bin kein Unmensch. Ja, sie haben mir ermöglicht, meine Ziele zu erfüllen. Und das hätte ich ohne die nicht geschafft. Und ich bin weder ein Sadist noch irgendwie ein menschenhassender Idiot, ein menschenhassender Wahnsinniger. Unfassbar, dass ich dich nach Fort Atlas zurückkehren lasse. Deine Arbeit kann nicht aufgehalten werden? Wie meinst du das? Naja, ich habe mein Ziel erfüllt. Das FEV ist perfektioniert. Und es ist jetzt zu spät für die für irgendwelche Änderungen. Meine Opfer. Diese Sachen, die schlimmen Sachen, die ich gemacht habe, die haben sie ausgezahlt. Und jetzt wartet die Erlösung der Menschheit. Was? Du kannst damit nichts machen. Wir haben dich jetzt gerade gefangen genommen.
Glaubt ihr ernsthaft, dass ich nicht schon Vorkehrungen getroffen hätte, bevor ihr angekommen seid? Okay. Also zum einen finde ich es sehr, sehr interessant. Ich habe ja in einem meiner Videos, habe ich ja quasi so eine andere Story mir ausgedacht, von wegen, da ist ein Doktor, der versucht, das FEV zu perfektionieren. Und ich finde es gerade sehr interessant, dass Bethesda das aufgegriffen hat. Also wahrscheinlich nicht mein Video. Ich meine, es war wirklich tatsächlich gut, also jetzt ernsthaft. Jetzt ohne mich ungerechtfertigt loben zu wollen, aber das ist mein bisher bestes cinematisches Video gewesen, auch die beste Story, die ich mir bisher ausgedacht habe. Und da ging es halt eben auch darum, ne? Irgendjemand hat den so schrittweise den FEV perfektioniert. Und eben genau so, von wegen, du hast immer irgendwelche kleinen Fehlschläge und hast halt immer weiter, bis du einen perfekten Virus hattest. Und das macht er jetzt auch. Von daher, finde ich irgendwie interessant. Aber irgendwie wirkt das für mich auch so ein bisschen übertrieben, so der Perfekt. Also eigentlich, ich habe ja als einfach nur ne, Videoschaffender relativ große Freiheiten, was den Kanon von Fallout angeht. Also ne, von wegen, die Dinge, die ich mir ausdenke, die gehören nicht in Kanon. Und wenn sie nicht ganz zur Story passen, gut, dann ist das für mich kreative Freiheit. Aber wenn Bethesda jetzt quasi sagt, im Kanon, es gab jemanden, der hat ein FEV gezüchtet und hat quasi das perfekte Virus erschaffen, dass man nicht mehr heilen kann oder so, dann ist das ja jetzt quasi in Stein gemeißelt. Das heißt, sämtliche Stories, die jetzt sich noch irgendwie drum drehen, hier, irgendwer hat das FEV geheilt oder so, die gelten jetzt quasi nicht mehr. Okay, von daher bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, was hier weiter passiert. Also es klingt jetzt für mich so, als hätte er wahrscheinlich seine Ergebnisse schon irgendwo gesichert und hätte, keine Ahnung, hat vielleicht irgend so ein, wie man es aus Filmen kennt, so ein Röhrchen mit dem perfekten FEV und hat das, keine Ahnung, irgendwo im Ödland deponiert oder hat schon irgendwen losgeschickt, der es verbreitet oder irgendwas in der Richtung. Also von daher, ich bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. Und was, genau, das ist jetzt die zentrale Frage. Was hast du mit dem FEV gemacht? Naja, ich hab's vervollständigt. Ja, also eine fehlerhafte Fehlkonstruktion habe ich jetzt in etwas verwandelt, dass die Menschen, dass das kranke und verwundete Menschen heilen wird. Aber wenn du meinst, was habe ich mit dem Ergebnis gemacht? Es ist nicht mehr hier. Ich habe Verbündete. Und die sind jetzt dabei, den Mechanismus der Verbreitung zu finalisieren. Okay. Ihr seid also zu spät dran. Okay. Das ist schlechte Nachrichten. Also wir haben ihn gefunden. Wir wissen, er hat jetzt irgendein Virus vervollständigt. Und er hat irgendwelche Leute im Ödland, die jetzt daran arbeiten, das im Ödland auszubreiten. Oder zu verbreiten. Krass. Okay. Also du wirst dich auf jeden Fall verantworten müssen. Wahrscheinlich ist mir das mittlerweile egal. Ach ja, die Befragung, formaler Befragung, geht weiter. Okay. Also ich finde ihn fast schon zu gelassen. Ja, er hat nicht mal mehr irgendwelche Gewissensbisse oder so. Aber du wirst, ich würde dich gern umbringen, aber nee, wirst du nicht, oder? Die Bruderschaft hat eine eiserne Faust, wenn es darum geht, die Mission umzusetzen. Aber, ne, das ist nicht eure Art, hier einfach irgendwem eine Kugel in den Kopf zu jagen. Ach ja. Okay. Ich glaube, wir sind hier fertig. I am at your disposal then, okay. Okay, du kannst zurückkehren. Ich rufe das Team per Funk, dass sie hier die Gefangenen nach Hause bringen und dann bringen wir Blackburns zurück nach Fort Atlas. Wow. Okay, ich muss aber sagen, mein Gewissen ist jetzt gerade nicht beruhigt. Also wir haben das beruhigte Gewissen gerade abgeschlossen. Ich habe genug in eurer Präsenz gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass eure Vorgesetzten mir jetzt noch genug zu fragen haben. Der Katalysator. Okay. Dr. Blackburns letztem Experiment muss ein Ende bereitet werden. Okay, wie geht's jetzt weiter? Also oben rechts steht immer noch ein beruhigtes Gewissen. Nee, jetzt verschwindet's gerade. Melde dich bei der Führung der Bruderschaft. Bei der Führung, okay. Jetzt weiß das Spiel nicht mal, wer gerade zuständig ist bei der Bruderschaft. Aber zumindest war's das jetzt. Wow, okay. Das war jetzt eine ziemlich lange Quest.
relativ viel rumgesucht und leider war das halt auch sehr viel Englisch, dass ich nicht vernünftig simultan übersetzen konnte. Aber ich glaube, jetzt am Ende zumindest hat sich auch die Story immer weiter aufgeklärt. Und ich finde es tatsächlich fast ein bisschen gut, dass ich auf dem Weg dahin nicht alles auf Englisch verstanden habe, weil auf die Art und Weise sich die Story ein bisschen langsamer entfaltet hat und ein bisschen mehr Spannung erzeugt hat. Ne? Denn es fing ja alles damit an, dass wir halt gesagt haben, hier, wir wissen jetzt von wegen Vault 96, also ich fasse nochmal zusammen, was hier passiert ist. Ganz am Anfang sind wir zu Valdi gegangen, zu Gelehrten Valdez, und die hat den Pip-Boy analysiert, den wir ihr in der ersten Episode gegeben haben. Und da hat sie halt gesehen, der kommt aus Vault 96. Und ne, vielleicht hat Vault 96 ja irgendwas mit den verschwundenen Leuten, mit Dr. Blackburn und den Supermutanten zu tun. Und dann sind wir also nach Vault 96 und haben da gesehen, dass da Blutadler drin waren, komischerweise, in dem Vault und halt ein paar Roboter. Und wir haben halt gemerkt, okay, Dr. Blackburn hat sich da verschanzt. Und Dr. Blackburn hat da halt Versuche gemacht. Und zwar wollte er das FEV, oder hat er das FEV perfektioniert. Also er hat hat Leute entführen lassen von den Hellcats. Das heißt, sieht so aus, Blackburn hat sich der Blue Ridge Caravan angeschlossen und war da quasi ein Maulwurf und hat, während er bei diesen Transporten der Caravan mitgemacht hat, hat er immer wieder quasi Leute für sich abgezweigt für seine als Testsubjekte. Und die Hellcats waren wohl diejenigen, die das quasi da mit Gewalt umgesetzt haben. Und er hat sich also in Vault 96 menschliche Testsubjekte geholt und hat an denen Forschung betrieben für das FEV. Und er hat wahrscheinlich immer mehr perfektioniert und wollte immer mehr, dass die Menschen halt eben nicht mehr zu diesen grünen Hulks werden, sondern dass sie eigentlich, keine Ahnung, eben keine Krankheiten mehr kriegen, schneller heilen und so weiter. Also quasi nur die positiven Seiten des FEV sollten sie haben. Und das Komische daran ist, eigentlich könnte man ja sagen, okay, ne, vielleicht könnte die Menschheit ja davon profitieren, wenn es so ist. Und ich hätte tatsächlich bis zum Ende auch gesagt, okay, wenn er das fürs große Ganze macht, es ist schlimm, Testsubjekte und so, ganz, ganz schlimm. Aber sein Gedanke war halt eben, wenn ich so und so viele Menschen opfern muss, aber dafür die gesamte Welt rette, ne, dann ist er quasi gerechtfertigt. Dann ist das so ein bisschen der Zweck heiligt die Mittel. Und am Ende klingt es aber so, als wäre er irgendwie so schon so ein bisschen stolz auf sich, dass er irgendwas gezüchtet hat, ne? So einen perfekten Virus, und dass er den eben, das wird ja jetzt die nächste Mission sein scheinbar, dass er das auf die Zwangs, quasi, ne? Die Menschen damit zwangsinfizieren möchte, und auf die Art und Weise kriegt er für mich schon wieder so ein verrückter Wissenschaftler halt. Ne? Also er ist nicht so der Wohltäter, der sich denkt, hier, ich mache hier ein Heilmittel oder so, sondern der denkt sich, ich infiziere jetzt einfach mal die gesamte Menschheit. Und ich bin halt so ein wahnsinniger Wissenschaftler, ich bin hier der Beste, ich habe das FEV perfektioniert und die ganze Welt wird mir dankbar sein. Und mittendrin hätte ich gesagt, okay, er ist ein Wissenschaftler, der Ziele verfolgt und der quasi Gewissensbisse hat, dass er eben solche Maßnahmen ergreifen muss für dieses Ziel, was er vor Augen hat. Aber am Ende ist er halt eben einfach ein wahnsinniger Wissenschaftler, der halt wahnsinnig ist. Und ne, von daher der Katalysator. In der nächsten Episode werden wir also den Katalysator hoffentlich abschalten. Oder definitiv abschalten. Und ja, ne, das war das. Das heißt, in der nächsten Episode werde ich wahrscheinlich zum letzten Mal, also meines Wissens ist der Katalysator die letzte Story-Quest der Bruderschaft. Das heißt, ich werde da reingehen und dann wird wahrscheinlich irgendjemand sagen, du, wir wissen, wo die Verbündeten von Blackburn sich aufhalten und ne, wir werden irgendwas unternehmen, damit hier nicht die gesamte Menschheit, das gesamte Ödland mit dem FEV infiziert wird. Ja, aber dazu kommen wir dann nächste Episode. Von daher sag ich mal Tschüss. Und danke fürs Zugucken und ja, bis zur nächsten Episode. Ja, ne? Also auf Wiedersehen, bis Tschüss, bis zum letzten Mal. Und wir sehen uns.